Im Wald. Von Antigua. Ja, muss die kurz eine kurze Pause machen. Und jetzt bin ich wieder im Urwald unterwegs. So. Servus Karma. Karma mit zwei, mit, also hier. Ich weiß welcher. bei mir geht alles gut, alles super. Freue mich mal wieder auf Risen. Oh, Alligator nicht so super. Zum Glück wurde gerade ein Spielstand erstellt. Ich suche einen Stiefel. Und wer freut sich nicht über einen Stiefel? War ich hier schon mal? Alles für den Ruhm. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Entschuldigung. Ich habe heute irgendwie ein bisschen eine angeheiserte Stimme. Das Wochenende war hart. Ja. Was das angeht. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Das ist ein magischer Stiefel. Ja, ein legendärer Stiefel auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird einem gar nicht genau angezeigt, wo der ist. Ein legendärer, wo ist er denn? Ach, ich hasse diese Steuerung da manchmal im Inventar zumindest. Antiguas Weststrand, da sind wir jetzt. Okay, noch nicht ganz. Wahrscheinlich irgendwo da ist im Sumpf. Seid ihr alles bestens, das freut mich. Und dann am Montag, schön Risen. Ein richtiger Stinkstuhl. Der legendäre Geruch. Der verstärkt einen einfach. Ach, diese... Nein, 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 nein. Oh, kann ich den jetzt cheesen? Dann. Immer einen machen, dann wieder weglaufen. Die Alligatoren sind relativ heftig. Boah, Patty hat ihn zum Glück getankt. Hat ordentlich abgezogen. Die Hälfte ihrer Lebensenergie war einfach weg. So. Ich hoffe, das war der einzigste. Oh, guck mal da. Vielleicht ist da schon der Stiefel drin. Ja, ein Kapermesser. Das ist ziemlich scheiße. Ja. Oh, hätte mir das nicht jemand vorher sagen können, dass Dieb sich in Diablo 3 sage ich schon, in Risen 2 überhaupt nicht lohnt. Weil der einfach mal nur Dreck. Heute läuft es einfach nicht. Nur Dreck in den Truhen ist. Also wirklich. Selbst in irgendwelchen Truhen, wo man 70. Diebeskunst oder sowas brauche ich nur Scheiße. Ich bin bei dir. Ja? Ah, Versunkener. Den hab ich auch noch schon lange keinen mehr gesehen. Ui. Aber wenigstens gibt's ordentlich Erfahrungspunkte. Oder Ruhm in dem Fall. Ja. Muss ja ganz was Neues haben. Ruhm. Na? Da ist auch kein Stiefel drin. Könnt ja drauf wetten, dass der eher ein bisschen so weiter draußen ist. So. Am Eckpunkt. Nicht irgendwo in der Ecke liegt. Oh, sie hat jemanden gefunden. Hi. Oh, sogar zwei. Wo ist Patty? Patty? Oh, da, ich habe den Stiefel gefunden. Ein linker Stiefel. Yay. Jetzt mal weg. Ein Stinkstiefel gefunden. So, kann ich die jetzt cheesen von hier oben? Nope. Wo habe ich jetzt Patty verloren?
Die Stahlbarts, ne? Die kriegen nichts auf Reihe. Ah, da hinten. Das Ganze weg. Ich hab da noch Freunde gefunden. Und Patty. Die sieht nicht so aus, als ob sie schnell laufen würde. Ah, dafür macht sie Schaden. Ich kann ihr einiges vorwerfen, aber der Schaden ist es nicht. Da liegt ein Totenkopf. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Schatz vergraben. Aber, naja, was soll's. Ich gucke jetzt mal, was der Stiefel kann. Gerissenheit plus 1. Ja, gar nicht so schlecht für mich. Damit dürfte ich ja jetzt 7 haben. Was natürlich aber auch wieder doof ist, weil dann kostet das Upgraden ja mehr. Und den Stiefel kann ich ja nicht droppen. Aber natürlich mit einem Ohrring. Weil mit dem Diebesamulett oder so. Habe ich jetzt über 60. Nee, nicht Ring. Diebesring, Entschuldigung. Will ich ja noch einen Schuh. Ja, ich brauche noch einen rechten. Nee, ich glaube, die sind eher so als Accessoire an der Kette. Die führt er einfach so spazieren. Jein. Also ich habe halt gerade mal so durchgeguckt im Questlogbuch. Jo, okay, da ging es anscheinend ins Wasser. Ich habe mal so im Questlogbuch so durchgeguckt, was ich denn jetzt gerade machen könnte. Und wenn ich schon auf Antigua bin und da war halt der Stiefel noch mit dabei. Und dann habe ich mir gedacht, mach den doch mal. Okay, die Versunkenen sind ganz schön ätzend. Holy shit. Ja, danke. Hört er auch mal aufzuschlagen. Oh, oh, ich könnte eventuell sterben. Auf geht's, Pat. Jetzt hau ihn. Getreten habe ich ihn schon. Puh. Da war noch eine. Wie heißt die Wichtelkappe heißt es jetzt, ne? Oder die Wichtelkappe. Narrenkappe, Mensch. Oh, jedes Mal ist es nicht der Name, den ich dachte. So, dann kann ich jetzt auch mal wieder zurück. Ich habe zum Beispiel den Kamm, mit den einzackigen Kamm, den habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Stinkt nach Jauche. Gut, dann wissen wir Bescheid. Entweder du wirst von irgendeinem. Hey Scarlett, was geht ab? Oh. Bekommt man hier auch was Anständiges zu trinken? Na klar, du bist hier in einer Piratenstadt. Geh in die Taverne. Ja, stimmt eigentlich. 150 Gold. Allerdings. Knallharte Geschichte. Boah, ich habe auch 50 Silberzungen, wunderbar. Schön. Na schön. Du kriegst die Information auch umsonst. Ich habe gehört, dass Admiral Alvarez eine Schatzkarte gefunden haben soll. Die ist vielleicht noch im Haus der Kapitäne. Daneben sind der Friedhof und der alte Blutschwurplatz. Dort könntest du dich auch mal umsehen. Danke für die Tipps. Gerne, Schätzchen. Dankeschön, aber ich wusste das schon. So, wer wollte... Irgendeiner von denen wollte einen Schatz. Die Frage ist nur, welcher war. Batsch ist hier. Oh, den kann ich auch geklauen, oder? Ja. Kennst du den schon? Moment mal. Du willst mir doch wohl keinen dämlichen Witz erzählen, oder? Doch. Nicht wirklich. Ich dachte schon. Wer solche Freunde hat, braucht keine... Okay. Irgendjemand wollte doch einen Schatz haben. Was, Harvey? 95. Die ist Kunst. Okay, jetzt gucken wir nochmal rein. Auf... Antigua ist nix mehr. Ich habe noch den... Okay, das ist auch weit weg. Das ist Alf Totenschädel? Marakai-Stamm, okay. Der Gierige, da muss ich...
Da muss ich mich mit dem Typ verprügeln, weil da habe ich ein bisschen rumgefailt. Pulverfässer, ein Schatz auf Antigua. Genau das da war's. Rick will das haben. Wer solche Freunde hat, braucht keine. Spielsound hochmachen kann ich machen, ja. Ja, Moment, kurz raustappen und dann mache ich den Spielsound ein wenig lauter. Seit Windows 10 bin ich total überfordert mit den Soundeinstellungen, weil sie jedes Mal sich einfach komplett ändern. Ich hab da vielleicht was für dich. Auf einem Felsplateau im Gebirge im Norden soll ein Schatz vergraben sein. Was? Wirklich? Das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich danke dir. Da muss ich mich beeilen. Hoffentlich hat ihn noch niemand gehoben. Doch, ich. Was ist jetzt mit meinen Pulverfässern? Ich werde sie sofort an den Hafenkai bringen lassen, Sir. Sehr gut. Wegtreten. Wunderbar, also dann habe ich ja eigentlich schon alle. Zeig mal die Gegenstände, die ich sammeln kann. Ich kann noch sammeln, kann mit einem Zinken, Flasche der Gedanken, aber das sind viele Sachen, die weiß ich ja, wo sie sind. Zum Beispiel die Flasche der Gedanken kann ich kaufen für 3000 Gold, ist mir aber ein bisschen zu viel. Da war ich noch nicht. Die zerbrochene Rassel kann ich auch kaufen, den kann ich auch kaufen. Die Hakenhand, da war ich auch noch nicht bei der Insel der Tode. Bist gerade noch in-game, kommst aber später. Alles klar, Mac. Und den Totenschädel gibt es auch beim Marakami-Stamm. Also im Moment gibt es eigentlich nur den Kamm mit einem Zinken. Den habe ich aber nicht gefunden, als ich dort war, weil ich irgendwie ein bisschen verwirrt war. So. Jetzt geht's aber. Schiffausrüstung habe ich schon fertig. Wo muss ich da hin? Zu Slane auf Schiff. Da ist er, ja. Ich finde, der sieht aus wie der gestiefelte Kater irgendwie. Oder wie einer von den drei Musketieren. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut. Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Brauchst du eine spezielle Kanone? Wieso? Habe ich denn eine Wahl? Wilson, der Schmied, versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut, die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. Die Pulverfässer werden geliefert. Ich brauche etwa 3 große. Ja, Rick wird uns die Fässer bringen. Gut gemacht. Mit sinkenden Stiefeln. Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Ja, man kommt viel herum und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Alles begann vor einigen Jahren auf einem Kahn der Inquisition. Ein ziemlich übel gelaunter Inquisitor namens Mendoza hatte damals das Sagen. Auf der Insel Faranga galt es, einen Titanen zurück in seinen Käfig zu sperren. So? Du warst also ein Protektor? Na, das war in einem früheren Leben. Die Zeiten haben sich etwas geändert, wie du siehst. Hm. So, so. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Alvarez ist also dein Mentor. Wenn du so willst. Doch hat er sich kein Stück weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen Sprüche, immer noch die gleiche Engstirnigkeit wie früher. Ist eigentlich jetzt besser mit dem Sound? Das wollte ich fragen noch. Der In-Game-Sound. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust. Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund. Ja, ich weiß. Was kannst du mir über Kapitän Garcia erzählen? Ein gieriger Mistkerl. Aber er ist gut.
Er ist seinen Gegnern immer um eine Nasenlänge voraus. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er es eiskalt durch. Wir werden noch eine Menge Spaß mit ihm kriegen. Wo könnte sich Garcia aufhalten? Ich habe absolut keine Ahnung, mein Freund. Angeblich soll er in Caldera gesehen worden sein. Aber ob das stimmt? Wer weiß. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Lass uns bald hier abhauen. Mhm. Und wie? Ja, wie kann ich ihm jetzt sagen, dass er... Lass uns bald hier abhauen. Ja, dann mach man. Dann geh doch. Lass uns bald hier abhauen. Kann ich dem... Wo ist denn deine Crew? Oh, hier ist einer. Hey du, was willst du hier? Ich versuche gerade Ausrüstung für euer Schiff zu besorgen. Ah, du hast einen Deal mit dem Captain? Das ist gut. Ich habe nämlich keine Lust, ewig hier zu versauern. Weißt du, wo Slane seinen Schatz vergraben hat? Was ist denn das für eine Frage? Selbst wenn ich es wüsste, wäre ich tot, wenn ich es herumerzähle. Ich gebe dir 100 Gold, wenn du mir einen Tipp gibst. Mein Leben ist mir lieber als die paar Kröten. Der Schatz ist im Moment unerreichbar und mehr sage ich nicht. Und jetzt hör auf mit der Fragerei. Sonst muss ich annehmen, du willst den Käpt'n übers Ohr hauen. Hast du eine Ahnung, wo ich hier was kaufen kann? Also wir Crewmitglieder kriegen gar nichts. Aber nach meiner Erfahrung erfährst du in der Kneipe am meisten. Frag doch mal Scarlett. Sie ist eines der Freudenmädchen hier und läuft meist am Pier herum. Was ist deine Aufgabe? Sieht man das nicht? Ich stopfe den Jungs die Mäuler. Welchen Jungs? Ja, wenn wir genug Vorräte haben, jedenfalls. Oh. Schönes Schiff habt ihr da. Deins ist auch nicht schlecht. Ja, ja, so ist das. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Gib mir dein Geld, habe ich gesagt. Könnte noch ein bisschen lauter sein. Doch, theoretisch schon. Ich habe eigentlich auch unterschiedliche Einstellungen für jedes Spiel. Aber seitdem ich das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 gemacht habe, ändert sich das gern mal einfach so. Von der einen Sekunde auf die andere. Und das ist sehr unangenehm eher. Irgendwie ist die Crew von Slane nicht wirklich groß. So, dann mache ich es noch einen Tick lauter. Machen wir mal 65%. So. Und dann hoffe ich doch, dass es okay ist. Immer diese Amateure. Immer diese Amateure. Ups. Jetzt nicht. Was ist ich gerade auf den Fuß gehauen? Was wirst du als nächstes tun? Ich weiß es noch nicht genau. Das ist alles so aufregend. Ich glaube, erst einmal werde ich mich auf meine Schatzsuche vorbereiten. In ein paar Tagen breche ich dann auf und werde dieses Drecksnest weit hinter mir lassen. Pass auf, Piratenwelt! Hier kommt Captain Rick! Die Crew ist bei den Freudenmädchen. Ah, das ergibt Sinn. Was ist mit ihm passiert? Hatte wohl eine große Klappe. Da hat Slade ihn über Bord gehen lassen. Sind die hier? Lass mich Der Butch. Ich bin Freibeuter und will frei Bier. Gut für ihn. Okay, hier ist einer. Verlasse dich auf jeden. Die Scarlett. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Silberzunge. Das ist mir zu teuer. Ich habe keine 1000 Gold jetzt für so einen Scheiß. Wie viel Silberzunge habe ich dann? 56. Keine Zeit, kein Geld für sowas. Geh mal weg, Patty. Verlasse dich auf jemanden. Und du bist verlassen. Guter klassischer Gothic-Spruch.
Die Tante da oben, die ist ja halt irgendwie sauer auf mich, ne? Ich rede mal nochmal mit... Warum? Mit Alvarez. Verschwinde aber ganz schnell, Freundchen. Oh, bei der hat super... Da hat mein Charme wirklich gezogen bei der. So. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Okay. Ja, der Rum ist das... Der Rum ist das beste Parfüm. Aktuell ihr Auftraggeber, und was muss ich jetzt machen? Soll ich einfach mal auf die Toteninsel fahren? Muss sein. Oh. Siehst du? Geht doch! Wo sind denn die Freudenmädchen? Hier? Nö. Hier ist der Schmied, ne? Da ist die Voodoo-Tante drin. Naja, egal. Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Bleibt mir im Moment nichts anderes übrig. Ich habe jetzt zwei Varianten. Entweder ich prügel mich unten mit dem Typ in der Bibliothek, was ziemlich schwer werden dürfte. Oder ich fahre auf die Toteninsel. Was wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein wird. Wie mache ich mich? Naja, zu einem richtigen Pirat fehlt dir noch das eine oder andere. Aha, und was genau? Ich sag dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Danke. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So, dann fahren wir einfach mal auf die Insel der Toten und gucken uns da an, was da so abgeht. Ja, ich möchte die Zwischensequenz gerne abbrechen. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Sieht doch äußerst einladend aus, die Toteninsel. So, wen nehme ich da mit? Das hier ist die Insel der Toten. Niemand aus der Crew ist verrückt genug, dich dorthin zu begleiten. In Ordnung, ich mach das schon. Wehe, du kommst nicht zurück, sonst... Ich werde mich hüten. Und wenn du wirklich den Geist meines Vaters sehen solltest, vergiss nicht, nach seinem Amulett zu fragen. Schon klar. Ich guck mir das mal an. Es kann schon sein, dass es mir ein bisschen zu heftig ist. Kann ich die echt nicht mitnehmen. Kommst du mit auf die Insel? Oh, no. Das ist dein Weg. Meine Ahnen wurden dort zur letzten Ruhe gebettet. Wenn ich würdig bin, werde ich sie eines Tages betreten. Aber nicht heute. Meine Crew ist eh noch relativ klein. Die Voodoo-Tussi hat keinen Bock. Die hat auch Schiss. Die kann man nicht mitnehmen. Die Riesenmuschel da. Mensch, Mensch, Mensch. Was labern die? Die soll mit. Eine Frage kann ich ohne Palaver. Ja. So, dann sammeln wir halt mal die Muscheln auf am Strand. Oh, ein roher Fisch. Super lecker roher Fisch von der Toteninsel. Ah, okay, ich glaube, ich komme erst weiter, wenn ich weiß, wo Garcia ist, kann das sein? Also muss ich doch schon demnächst irgendwie in die Bibliothek da eindringen. Nachdem ich da ja so ein bisschen rumgefällt habe. Ja, ich laufe jetzt nochmal zurück und da hinten lang. Oha, ein Schwert. Ein Entermesser. Ziemlicher Schrott. Ein Gold. Ist ja richtig gelohnt, hier nach hinten zu laufen. Hier wird wahrscheinlich noch ein Schatz liegen, wenn man die entsprechende Karte gefunden hat.
Na? Ohne Palaver. Na ja, okay, dann geht's hier nicht weiter. Ach, ich habe keine Regionskarte bis jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier eigentlich so für Gegner kommen. Also ich war auf jeden Fall, als es released wurde, war ich schon so weit, dass ich hier auch auf jeden Fall war. Ich weiß auch, dass ich Garcia schon hinterher bin. Aber ich kann mich hier nicht mehr so eindeutig dran erinnern. Ja, eindeutig gar nicht. Aber das werden wir schon hinbekommen. Wenn nicht, müssen wir mal wieder zurück. Viel häufiges Speichern ist sinnvoll. Oh, Schwertgriff Sturmwind. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe nichts. Ne, ist ein neues. Aber eins von den beiden Schwertern habe ich auf jeden Fall schon beide Teile. Muss ich es nur noch zusammenschrauben, aber irgendwie habe ich das noch nicht gefunden, wo man die zusammenschrauben kann. Genau, Seelenrufer. Seelenrufer habe ich nämlich schon beide Teile, aber ich weiß nicht, wo man die zusammenschmieden kann. Das wäre natürlich ein super Tipp von dir. Wenn du mir sagen, weil wenn du weißt, wo man die zusammenschmieden kann. Ich habe schon alle Schmiede gefragt, beziehungsweise bin halt hingelaufen. Oder muss man es selber machen? Natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, hi. Es ist den Lebenden nicht gestattet, das Reich der Toten zu betreten. Hältst du hier ständig Wache? Ich wache über diese Pforte. Im Diesseits und im Jenseits. Ich geleite die, welche würdig sind, in das Reich der Toten. Ist das hier das Reich der Toten? Nein, ich bin nur der Wächter. Hinter dieser Pforte liegt der Zugang zum Totenreich. Hast du auch schon einen Kapitän namens Stahlbart geleitet? Ich erinnere mich nicht an diesen Namen. War er denn würdig? Viel würdiger geht's nicht mehr. Ich muss mit seinem Geist sprechen. Ich erbitte deine Erlaubnis, in das Reich der Toten gehen zu dürfen. Dazu brauchst du meine Erlaubnis nicht. Dann kann ich gehen? Jederzeit. Du hast genug Waffen bei dir. Eine davon wird dich sicherlich töten. Diese Pforte allerdings bleibt geschlossen für dich. Der richtige Zugang kommt also noch. Es ist der heilige Tempel am Ende der Schlucht, die hinter dieser Pforte liegt. Dort steht der Altar des Übergangs. Und von wem wird der bewacht? Von einer Horde untoter Kreaturen. Untote Kreaturen also? Ha, mit denen werde ich fertig. Die Untoten bewachen den Zugang in das Reich der Toten mit eifersüchtigem Blick. Ihre Macht ist groß. Vor allem hier. Kann ich mir vorstellen. Halte ein! Du willst dich durch eine Horde von Untoten kämpfen, um mit dem Geist des Stahlbart zu sprechen? Und nicht vergessen, er ist würdig. Warum willst du das tun? Ich will Mara aufhalten. Und Captain Stahlbart ist der Einzige, der mir dabei helfen kann. Mara! Sie hat schon viele Seelen ohne Rast in das Reich der Toten geschickt. Ja, und das werden bestimmt nicht die letzten sein. Mara stört die Ruhe der Toten seit langer Zeit. Ich werde die Pforte für dich öffnen und dir den Weg ins Reich der Toten weisen, wenn du versprichst, den Rastlosen zur Ruhe zu verhelfen. Was genau ist der Heilige Tempel? Der Heilige Tempel ist der Ort, an dem der Altar des Übergangs steht. Dort führe ich das Ritual der letzten Salbung durch,
Dort gehen die würdigen Seelen über in das Reich der Toten. Du musst mir jetzt nicht die. Okay, das heißt einfach, man muss sie nur selber zusammenschmieden. Danke. Ich wusste nicht, ob man dazu jemand hingehen muss und die das machen lassen muss oder ob man es selber macht quasi. Alles klar, dann gucke ich mal danach. Was unterscheidet die Untoten hier von den Geistern im Totenreich? Die Untoten sind in der Welt der Lebenden gestrandet. Sie sind seelenlos und greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Auch im Reich der Toten gibt es gestrandete Seelen. Doch für sie besteht noch Hoffnung. Die Seelen der Gestrandeten werden die einzigen sein, mit denen du reden kannst. Die Seelen derjenigen, die ihren Frieden gefunden haben, sind zu weit entfernt von der Welt der Menschen, als dass sie dich noch hören können. Gut, was muss ich tun? Sterben. Ach komm, es muss einen anderen Weg geben. Nur der Trank des falschen Todes kann dich so nahe an deinen Tod heranbringen, dass es mir möglich ist, dich ins Jenseits zu geleiten, ohne dass deine Seele aus ihrem Körper entweicht. Du musst den Trank des falschen Todes trinken und dich im heiligen Tempel auf den Altar legen. Nur dann kann ich dir helfen, auf die andere Seite zu kommen. Wie bekomme ich diesen Trank des falschen Todes? Ich werde ihn dir zu. Also ist aber nett. Bring mir 6 Handvoll Grabstaub. Aber bring mir nur 5 Blüten des schwarzen Lotus. Und wo bekomme ich die Zutaten? Den Grabstaub findest du in den Gruften. Die Lotusblüte wächst an den Bäumen. Ich werde tun, was du sagst. Lass mich hinein. Ich werde die Pforte für dich öffnen. Aber denk daran, wenn du getötet wirst durch der untoten Hand, werde selbst ich dich nicht mehr retten können. Mich greifen sie nicht an. Ich werde im heiligen Tempel am Ende der großen Schlucht auf dich warten. Hier, das wird dir helfen. Karte der Insel der Toten erhalten, das ist ja wunderbar. Okay. Ach, das steht jetzt davor. Alles klar. Gucken wir mal, was hier noch steht. Eine Kerze. Ich dachte, das könnte man eventuell mitnehmen. Die Frage ist, soll man da jetzt rein oder nicht? Ach, no risk, no fun. Vorher holt sie noch jeder einen Snack.